Ihr habt euch Meniche gewünscht und heute ist es soweit. Mein Name ist Jan und wir haben heute zum ersten Mal einen Duft von Parfums de Mali zu Gast, nämlich den Carlyle. Das ist ja ein Duft und ich glaube, der Ruf, der eilt ihm voraus, der extrem gehypt wird, der, was die Nischendüfte angeht, bei euch extrem beliebt ist. Ob er dem gerecht werden kann oder nicht, darüber reden wir heute im Video. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, würde ich mich selber ein Abo freuen. Schau auch gerne mal auf Instagram oder auf TikTok bei mir vorbei. An der Stelle erstmal ein dickes Danke an dich, Kai. Ich blende mal hier seinen Kanal ein. Du kennst ihn wahrscheinlich länger als mich. Der hat mir ein Paket geschickt und wir haben jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal, wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, neben den Creed-Düften einen echten Nischenduft zu Gast. Ihr wisst, auf meinem Kanal dreht sich natürlich meistens alles nur eben um Designerdüfte. Das wird sich auch natürlich jetzt nicht ändern, aber, und das muss ich tatsächlich sagen, ich habe unterschätzt, wie viele von euch sich gerade aus der Nische Düfte wünschen. Und wer bin ich, nein zu sagen, natürlich tun wir das in Zukunft. Das heißt, ich werde versuchen, einfach mal ab und an immer so ein paar Nischendüfte einzustreuen. Gerade auch was neue Releases angeht, versuche ich mal ein paar Proben zu bekommen. Ich möchte euch ja jetzt nicht zu viel versprechen, um Gottes Willen, aber ich versuche ein bisschen das Feedback von euch aufzunehmen und einfach ein bisschen mehr Nische einzubringen. Zurück aber zum Carlyle von Parfums de Mali. Ich hatte bisher relativ wenige Berührungspunkte mit der Marke, wenn ich genau sage, wenige, gar keine. Ich habe noch nie einen Duft von ihnen echt gesehen, noch nie getestet, habe noch nie eine Probe von ihnen bekommen. Das heißt, meine Erwartungshaltung war erstmal, ich sag mal, relativ hoch, denn die Marke wird die letzten Jahre extrem gehypt. Gerade Carlyle, aber auch Leighton bzw. Leighton Exklusiv sind ja, wenn du mal auf Parfumo schaust, ich blende das mal hier ein, eigentlich die letzten Jahre immer in den Top 10. Ich glaube, der irgendwie in den Top 20 oder 50. Ich will mich da jetzt nicht festnageln. Also wirklich eine Top-Platzierung, was die Düfte angeht. Starten möchte ich natürlich direkt erstmal mit dem Flakon. Das Flakon, total simpel gearbeitet. Hier eine leichte ovale Form. Haben hier die zwei Pferde in der Mitte, ein Wappen, 1743. Und Carlyle Parfums de Mali. 1743 ist natürlich nicht das Gründungsdatum, sondern diese Marke Parfums de Mali lehnt sich an die alte Schule, an die alte Kunst der Parfummanufaktur an und hat dieses Datum, ich könnte jetzt sicherlich irgendwie das raussuchen, aber einfach symbolisch gewählt, eben für diesen Zeitraum, in der Parfumkunst, sage ich mal, auch entstanden ist. Was aber ganz besonders bei diesen Düften auffällt, ist das Gewicht des Ganzen. Wir haben hier ein Glasflakon, natürlich ist es 125 ml, ein bisschen schwerer als normale Glasflakons, aber ich sag mal, das hält sich in Grenzen. Was viel mehr auffällt, das ist die Metallkappe. Wir haben hier eine wirklich, wirklich massive Metallkappe. Ich könnte hier mit Menschen erschlagen. Das ist kein Scherz. Das hier wiegt bestimmt, keine Ahnung, ein paar hundert Gramm. Wirklich extrem schwer und lässt diesen ganzen Flakon wirklich sehr hochwertig erscheinen. Wir haben hier natürlich bis auf drin kein Plastik verbaut. Das ist sehr außergewöhnlich für Parfums einfach. Wir haben ja mittlerweile überall Plastik drin. Überall. Und da auch, wo du es nicht erwartest. Ne, guck dir den Killian-Duft an, wo du denkst, alles total toll aus Glas. Nee, oben ist auch Plastik. Also wir haben mittlerweile eigentlich überall Plastikflakons und Plastikabdeckungen. Und das ist einer der wenigen Düfte, wo man wirklich sagen muss, ist hier halt nicht der Fall. Was die Leute aber so fasziniert, ist natürlich nicht das Flakon, sondern der Duft. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an, sprühen uns das aufs Handgelenk und testen gemeinsam, nach was der riecht. Boah, was einen am Anfang sofort umhaut, ist diese krasse Apfelnote. Das riecht für mich jetzt nicht so wie diese Apfelnote irgendwie im Supermarkt, Apfel kaufen, easy going. Vielleicht kennst du das, das kennen jetzt wahrscheinlich eher die Leute auf dem Dorf von euch, wenn auf dem Dorf Apfelsaft gemacht wird, wie diese Apfelpressen riechen. So hast du das Gefühl am Anfang, das ist wirklich eine krasse Apfelnote, sehr saftig, so ein bisschen so, ich sag mal, diese ganzen stieligen Noten dabei. Wirklich sehr, sehr interessant, wirklich sehr krass, dass sie diese Apfelnote wirklich so, ja, einfach real eingefangen haben am Anfang. Was ich auch rieche, ist eine leicht präsente Vanille, eine ganz leichte Rose, dazu gleich noch mehr, aber auch so eine Bubblegum-Süße. Das kommt wahrscheinlich vom Davana. Das ist einfach eine Note, die, wir kennen sie ja meines Wissens schon aus dem 1 Million Elixier. Da hatten wir diese ähnliche Note auch schon drin. Haben dann hier diese Bubblegum-Note mit drin und diese Rosenaura irgendwie drumherum. Das ist ganz interessant bei diesem Duft, denn er hat wirklich diesen Duftkern und diese Rosennote, die wabert so drumherum. Ich weiß, es sind alles nur Duftöle, Leute, aber wenn ihr den riecht, wisst ihr, was ich meine. Das ist wirklich sehr interessant. So eine leichte Rosenaura überall drumherum und dann dieser Kern an süßer Apfeligkeit. Am unteren Ende riecht man in meinen Augen leichte holzige Noten. Was das jetzt genau für Hölzer sind, ne, nagelt mich da jetzt bitte nicht drauf fest, aber so holzig und das Ganze wird durch so eine Gewürzmischung irgendwie abgerundet, sage ich mal. Der Duft wirkt auf mich tatsächlich, und das muss ich gleich dazu sagen, nicht so krass abgerundet. Also wir haben hier wirklich so ein... Also das haben ja viele Nischendüfte, das weiß ich selber an sich, dass sie einfach
sich immer verändern, du das nicht wirklich einfangen kannst. Und das macht dieser Duft auch ziemlich krass. Wir haben hier einfach so eine Gewürzmischung, die sich immer wieder so ein- und austoggelt. Ne? Als würdest du so einen Apfelsaft nehmen und würdest immer wieder so, irgendwie so einen Schuss hiervon, einen Schuss davon, mal mit ein bisschen Rum vermischen, mal mit ein bisschen, weiß ich nicht, Zucker, Zimt, dreimal einen Bratapfel dazu. Also du hast wirklich so ein wabernes Gefühl von ganz, ganz, ganz vielen gewürzigen, apfeligen Noten. So im Verlauf des Duftes wird dieser Kern, der am Anfang ja sehr, sehr spannend ist, ich sag mal, zusammengezogen. Wir haben dann wirklich so eine grüne Apfelnote mit so ein bisschen, ja, ich sag mal eben, wie du so einen Apfel hast, so ein bisschen grüne Blätter dazu, auch so ein bisschen dieses ganze Holzige dazu. Also wirklich eigentlich wie so ein Apfelsaftkern, ein bisschen spicyger Apfelsaft und eben diese breite Rosenaura, und die geht in meinen Augen nicht weg. Und das ist ein Ding, was ich bei diesem Duft eigentlich tatsächlich eher störend finde. Dieser Kern, dieser mega gute, sehr interessante Kern, finde ich großartig gemacht. Aber, und das ist mir bei dem Duft, gerade was den Verlauf angeht, sehr negativ aufgefallen, du hast da einfach diese breite Rosen, es ist auch ein bisschen Patchouli dabei, also es ist wirklich so ein bisschen, ja, wabern, luftig, und das finde ich an dem Duft tatsächlich störend. Das wird nicht weniger und das begleitet dich die ganze Zeit. Einige würden sagen, ja, hey, ist doch super geil, ich habe einen Duft, der extrem lange so riecht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich super geil ist. Denn, und das muss man bei dem Duft sagen, der hat eine extrem starke Haltbarkeit. Ich habe mir den einen Sprühstoß ohne Scherz hier auf die Brust gemacht und das Ding hat einfach gefühlt 2 Tage lang projiziert. Es ist wirklich krass. Also es projiziert super stark, es hält einfach ewig. Und das ist eben in der Kombination mit dem, was ich dir eben beschrieben habe, störend. An sich, diese Duftnote, wäre das jetzt ein relativ leichter, Cologne-artiger Duft. Ey, voll gar kein Problem, richtig guter Duft. Aber eben durch diese hohe Intensität des Duftes, durch dieses krasse Dichte einfach, wird mir das sehr schnell zu viel. Und wie gesagt, ein Sprühstoß auf die Brust, das ist jetzt nicht irgendwie hier zwei, da, hier überall. Wirklich ein Sprühstoß und mehr nicht. Und es war einfach super, super präsent und mir schon zu viel. Ich kann mir aber gerade vorstellen, dass der Duft für einige von euch genau das Richtige ist. Gerade wenn du dir einen Winterduft suchst, der, ich sag einfach mal, der einfach brennt, ne? Einfach voll auf die Fresse, der einfach knallt, wogegen eine Spice Bomb irgendwie abkackt, wogegen so ein Stronger With You abkackt, muss man wirklich sagen, haut der einfach durch. Also ich finde die Haltbarkeit, die Silage ist davon einfach unfassbar. Du riechst damit einfach wirklich sehr penetrant. Passt damit aber wirklich auf. Ich weiß, viele wollen einfach nur Haltbarkeit und Haltbarkeit und Haltbarkeit, was auch vollkommen okay ist. Ihr dürft aber die Silage nicht vergessen. Wenn der ganze Raum nach dem Zeug riecht und, wie gesagt, das ist kein schlechter Duft, gar keine Frage, ich finde den toll. Er wird aber einfach sehr schnell sehr penetrant und dann kann das schnell in eine Richtung umschlagen, dass es euch auch zu viel wird. Und wenn du einen Duft auf der Haut hast, gerade im Büro, gerade in der Schule, kannst du halt nicht mal schnell den abwaschen oder so. Kannst du versuchen, viel Erfolg, wird dir aber nicht so gelingen und passt da wirklich sehr stark auf, falls du den mal testest, was die Dosierung angeht. Wie sieht's also aus? Preis-Leistung kann ich dir empfehlen. Nischendüfte sind natürlich immer eine Sache für sich. Ich finde, wenn man Nischendüfte anschaut, ist es den Preis tatsächlich wert. Er ist sehr vielfältig, er ist sehr außergewöhnlich, er hat eine ja einfach sehr, sehr schöne, angenehme Note, die aber eben im Alltag für mich ein bisschen too much ist. Und das ist natürlich so ein bisschen die Kritik, er ist einfach zu viel. Das liegt jetzt nicht am Preis, er ist einfach zu viel, er ist einfach in meinen Augen zu stark. Und deswegen für mich, und ich muss sagen, ne, du hast ja gesehen, der ganze Raum riecht gerade danach. Es ist wirklich unfassbar. Und es ist nur Handgelenk und ein bisschen in der Luft. Dieser ganze Raum riecht gerade nach diesem Duft. Und das ist mir einfach selber zu viel. Da wir schon mal gerade beim Thema Nische sind, schreib mir mal gerne in die Kommentare, welche Nischendüfte du als nächstes sehen möchtest, damit ich auch weiß, welche Promo ich mir bestellen muss und welche Düfte wir als nächstes zu Gast haben. Falls dir das Video gefallen hat, gerne das Video liken, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.